Es gibt aktuell im Vogelhaus wieder was Tolles zu berichten. Wir haben wieder ein junges Faultierbaby, das ist am 3. Juni zur Welt gekommen. Das wird viele Faultierfans freuen, weil ja das letzte Jungtier, unsere Pauline, leider die ganze Zeit nicht zu sehen war wegen den Corona-Maßnahmen. Das Jungtier ist momentan sehr gut zu beobachten, wenn die Mutter Alberta bei den Futterschüsseln ist und selber frisst. Das Jungtier frisst selber schon mit, nimmt Salat auf, Paprika und gekochtes Ei. Man kann dabei auch beobachten, wie es sich die Beine putzt und das Gesicht putzt. Die Zeit, wo sie alleine unterwegs ist, wird noch ein bisschen dauern. Man sagt bei Faultieren, das dauert circa ein halbes Jahr, bis sie selbstständiger werden. Momentan ist sie, wie gesagt, nur am Bauch der Mama. Die Eltern Alberta und Einstein sind seit 2007 bei uns im Zoo. Das ist aktuell ihr 11. Jungtier, was bedeutet, dass sie sehr fleißig beim Nachwuchszeugen sind. Der Vater ist in die Jungtieraufzucht überhaupt nicht involviert. Das heißt, die Mutter kümmert sich momentan komplett alleine, säugt es und bringt es zur Futterstelle.